Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Smart Life. Heute geht es nochmal um den Gigaset L800HX, ein Smart Speaker mit integrierter Alexa und Decktelefonie. Der Name ist zwar weniger smart, als der Speaker jetzt dann doch vermuten lässt. Da hatte ich vor einigen Wochen auch schon mal ein Video zu gedreht. Gab seinerzeit allerdings einen Bug unter iOS 13.2, was mir so ein bisschen im Wege stand bei der Ersteinrichtung und auch entsprechend des Zeigens im Video. Und das hat Apple inzwischen behoben mit iOS 13.3. Von daher würde ich das heute gerne nochmal nachholen, was die Ersteinrichtung betrifft, dass ihr auch nochmal seht, wie einfach das eigentlich vonstatten geht. Und würde nochmal auf so ein paar Funktionen von dem Smart Speaker eingehen. Ich war allerdings überrascht, dass mein erstes Video jetzt gar nicht so oft geschaut wurde, weil ich schon glaube, dass hier die Kombination eine tolle Sache ist. Also wie gesagt, ein Smart Speaker mit Alexa und Decktelefonie. Und ich würde sagen, gebt doch dem Ganzen nochmal eine zweite Chance und bleibt einfach dran bis nach dem Intro. Schaut euch an, was es zu erzählen gibt. Okay, weiter geht's hier im Video. Ich bin inzwischen in der Gigaset-App und ihr seht, dass noch kein Smart Speaker konfiguriert ist. Und entsprechend drücke ich dann jetzt den Konfigurieren-Dialog. Und ihr bekommt dann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, welche Schritte ihr durchgehen sollt. Normalerweise, wenn ihr den neu kauft, ist der Schritt 1 nicht nötig. Dann schließt ihr einfach den Smart Speaker an den Strom an und irgendwann bekommt ihr durch die Sprachausgabe mitgeteilt, dass der Smart Speaker bereit zum Anlernen ist. Und das erkennt ihr dann entsprechend wie im zweiten Schritt dargestellt, beschrieben, dass der Leuchtring weiß-blau blinkt. Das seht ihr jetzt auch gerade in dem kleinen Video, was ich hier nebendran einblende, dass das bei mir der Fall ist. Also der Leuchtring blinkt blau-weiß. Und dementsprechend kann man dann mit dem dritten Schritt weitergehen, nämlich dann den Speaker mit der App zu verbinden. Und da steht jetzt hier, dass man in die WLAN-Einstellungen gehen soll und dass dann ein Gerätename mit Manario-XXX zu sehen ist. Warum auch immer der Name jetzt hier in der Beschreibung steht, denn in den WLAN-Settings ist das nicht der Fall. Das seht ihr jetzt. Da wird nämlich dann entsprechend einfach der Gigaset L800HX angezeigt. Und den klickt man dann natürlich, wählt den aus. Verbindung zum Gerät hergestellt. Bitte konfigurieren Sie den Wi-Fi-Zugang. Und dann habt ihr jetzt entsprechend gehört, dass die Sprachausgabe dann einen zum nächsten Schritt leitet, nämlich dass man dann das WLAN-Setting abschließt. Dementsprechend gehe ich jetzt zurück in die App. Und dann kann man, wenn man möchte, für den Smart Speaker ein Passwort hinterlegen. Das möchte ich an der Stelle nicht. Sagt dann überspringen. Und dann dauert es einen kleinen Moment. Und dann sollte man im Prinzip relativ zügig dann auch sein WLAN-Kennwort eingeben können. Sie sind nun mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden. So, und ihr habt das entsprechend gehört, dass nun die Verbindung mit meinem WLAN hier steht. Jetzt wird dann entsprechend, ja, ich sag mal, der Speaker vorbereitet für die nächsten Schritte. Und ja, ihr seht das jetzt auch hier entsprechend angezeigt in der Gigaset-App, dass die Konfiguration soweit erfolgreich abgeschlossen wurde, dass wir halt mit dem WLAN verbunden sind. Und ja, jetzt kann man im Prinzip mit den nächsten Schritten weitermachen. Und ich würde auch direkt dazu übergehen oder auch mit dem vorgeschlagenen Schritt weitermachen, nämlich mein Amazon-Konto zu verbinden, damit dann auch entsprechend die Alexa-Funktionalität eingerichtet ist. Und von daher gebe ich jetzt meine Amazon-Daten ein. Ich kann gar nichts geben. So, nachdem dann mein Amazon-Konto verbunden wurde, geht es auch weiter im nächsten Schritt. In der Zwischenzeit habe ich auch dann an meiner Sonos die Alexa entsprechend ausgeschaltet, weil ihr habt es vielleicht gerade noch gehört, dass natürlich immer dann, wenn man dann über die Alexa spricht, die natürlich auch entsprechend angeht. Die Mikrofone sind ja sehr gut. Und ja, also die sollte jetzt nicht mehr weiter stören und man kann dann auch jetzt hier weitermachen mit der Konfiguration. Die Sprache, die lasse ich natürlich auf Deutsch. Klick auf Weiter und dann bekommt man einfach nochmal ein paar Beispiele gezeigt, welche Sprachbefehle man absetzen kann. So, und dann Sprache möchte ich dann keine ändern, abmelden möchte ich mich auch nicht und klickt dann entsprechend auf Erledigt. Ja, und dann seid ihr auch schon im Hauptmenü. Eure Gigaset-App. Und ganz klar, wenn ihr natürlich mehrere Smart Speaker der Serie eingerichtet habt, dann würdet ihr die jetzt
Ja, natürlich aufgelistet sehen. Da jetzt hier nur ein Smart Speaker eingerichtet ist, sieht man folglich nur einen Smart Speaker. Und links könnt ihr dann entsprechend auch die Musiksteuerung auswählen. Also ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten, Musik zu steuern. Ihr könnt ja, euch per Bluetooth auch mit dem Smart Speaker verbinden. Ihr könnt euer Amazon Music Abo nutzen. Oder ihr könnt halt auch entsprechend auf lokale Quellen zurückgreifen. Das sieht man dann jetzt hier im Music Player, wenn man entsprechend auf Quellen klickt. Also ihr könnt dann hier auf zum Beispiel Netzwerkgeräte gehen, dann wird euer Netzwerk kurz gescannt und ihr könnt dann auf verfügbare Quellen zurückgreifen. Jetzt hier die QNAP, das ist mein NAS-Speicher oder auch halt entsprechend von der Fritzbox, der Media-Server. Den könnt ihr dann entsprechend anzapfen, falls ihr da Musik abgelegt habt. Und ja, ansonsten der Musikplayer, finde ich, der sieht ja einigermaßen hübsch aus. Da gibt es jetzt nicht so viel zu erklären, was man damit tun kann. Dann würde ich jetzt einfach nochmal zurückgehen und dann auf der rechten Seite, wo das Einstellungsrädchen zu sehen ist, dann kann man halt die Einstellungen vornehmen vom Gerät. Und ich würde jetzt hier nochmal kurz zeigen, wie die DECT-Anmeldung funktioniert. Die ist im Prinzip auch relativ schnell erledigt. Also ihr klickt auf Anmeldung. Und das sind in der Regel die Standardeinstellungen bei einer Telefonanlage, beziehungsweise auch bei der Fritzbox, 4x die 0. Und ja, die Basisstation muss sich auch im Anmeldemodus befinden, das ist klar. Halten Sie die Paging-Taste gedrückt, bis das Handset angemeldet ist. So, dann würde ich jetzt hier auf Anmeldung klicken. Und jetzt gehe ich an meine Fritzbox und würde dort die Anmeldetaste drücken. So, ich bin zurück und ihr habt gerade gesehen, es wird im Prinzip ein Fehler angezeigt, obwohl ich jetzt hier im nächsten Dialog dann sehe, angemeldet als internes Gerät 4. Möchten Sie den Smart Speaker von der Basis abmelden? Nein. Ja, das heißt, im Prinzip hat die Anmeldung dann doch geklappt. Wenn ich jetzt hier nochmal auf Anmeldung gehe, dann sieht man das hier auch als viertes Gerät. Ja, im nächsten Dialog, dann könnt ihr interne Mobilteile beschreiben. Das ist jetzt noch von meiner Erstkonfiguration die Beschreibung der Mobilteile. Da könnt ihr dann einfach entsprechend die Namen vergeben, wie eure Mobiltelefone heißen. Ich sag mal, die Namen, die ihr hier dann vergebt bei der Beschreibung, die müssen natürlich auch zu den internen Geräten passen. Ja? Also die Int 1 bis 6 ist dann schon auch die Vergabe, wie sie eure Telefonanlage macht. Das muss natürlich entsprechend hier stimmen. Ja, ansonsten in den anderen Einstellungsmöglichkeiten gibt es dann gar nicht mehr so viel zu erzählen, zu zeigen. Das habe ich im Prinzip auch in meinem ersten Video schon gemacht. Hier könnt ihr das Telefon auch mal komplett ausschalten. Oder ihr könnt euch die Informationen eures Speakers abrufen, also IP-Adresse, Firmware-Version, DECT-Version. Und unter den erweiterten Einstellungen könnt ihr halt nochmal ein Passwort setzen. Das, was auch initial bei der Einrichtung vorhin schon abgefragt wurde. Ja, und das war es im Prinzip soweit zu den Einstellungen. Viel mehr könnt ihr nicht tun, also schon wirklich eine einfache, übersichtliche Sache. Und ja, das war's dann soweit an der Stelle. Ja, weiter geht's hier im Video. Ich würde euch gern jetzt einige Funktionen des Smart Speakers demonstrieren. Und fangen wir doch am besten an mit der Alexa. Erzähle einen Witz. Das war ein bisschen zu langsam. Alexa, erzähle einen Witz. Wie nennt man eine Kuh ohne Beine? Rumpfsteak. Hahaha, ha, ha. Okay, super, vielen Dank. Also ihr seht, das hat soweit funktioniert und der Lichtring fängt entsprechend blau an zu leuchten, wenn man die Alexa aufruft. Und ja, das gilt auch für viele andere Funktionen, die dann entsprechend den Status hier oben signalisieren. Also ein bisschen wie bei den Amazon Devices selbst. Und ja, wenn ihr dann entsprechend auch mal die Alexa deaktivieren wollt, dann gibt es hier die Mikrofontaste. Die stellt man dann einfach auf. Das Mikrofon stellt man dann einfach auf stumm und der Leuchtring leuchtet dann rot. So, dass ihr auch einfach wisst, okay, das Mikrofon ist jetzt stumm geschaltet. Und ja, dann gibt es letztendlich hier noch verschiedene andere Funktionen auf dem Bedienelement wie laut und leise für die Telefoniefunktion oder auch natürlich die Musikwiedergabe. Entsprechend Anruf annehmen oder auch auflegen. Das geht natürlich auch alles per Sprachansage oder Ausgabe. Und ja, dann könnt ihr hier oben noch verschiedene Modi wählen. Dazu nehme ich hier mal die Stummschaltung raus. Das heißt, es gibt drei Modi. Einmal für
WLAN, das ist der aktuelle Status für Bluetooth und, das kann ich gerade mal machen, blau ist Bluetooth und der dritte ist dann der Audio-Modus, der ist dann grün-weiß. Dazu könnt ihr dann den AUX-Anschluss verwenden auf der Rückseite. Der befindet sich dann hier, genauso wie die Reset-Taste. Und letztendlich dann wieder der WLAN-Modus, der wird mit weiß angezeigt. Und das sind so die wesentlichen Funktionen hier von dem Bedienelement. Und ich würde jetzt gerne mal noch einen Testanruf tätigen über die Sprachsteuerung Alexa. Wähle 040 42 8990. Beim nächsten Ton ist es 8 Uhr 14 und 50 Sekunden. Alexa, auflegen. So, und ihr habt gesehen, wenn der dann entsprechend telefoniert, leuchtet der Ring entsprechend grün. Ja, das soll im Wesentlichen mal zeigen, dass ihr natürlich auch die Telefonfunktion per Dekt nutzen könnt. Also ihr könnt ganz normale Rufnummern durchgeben, das funktioniert in meinen Tests. Oder ich habe das Gerät jetzt seit 7 Wochen im Einsatz, funktioniert sehr gut. Man muss halt immer relativ zügig, nachdem man dann die Alexa aufgerufen hat, auch die Nummer dann wählen. Sonst müsst ihr das Ganze wiederholen. Und genauso funktioniert es natürlich auch mit den Kontakten aus eurem Adressbuch. Von daher hatte ich bisher im Prinzip noch nie jetzt größere Schwierigkeiten, dann auch einen Anruf abzusetzen. Was jetzt natürlich die Entfernung betrifft oder auch generell die Gespräche, also wie weit kann man von dem Smart Speaker dann noch wirklich wegsitzen zum Telefonieren, das ist natürlich so ein bisschen subjektiv. Also ich sag mal, wenn ich jetzt mehr als 1 Meter von dem Gerät weg bin, dann haben wir schon die ein oder anderen Anrufer signalisiert, dass sie mich nicht mehr so gut verstehen. Von daher denke ich, sollten wir das dann auch nicht übertreiben. Also auf die Couch legen, das wird schon irgendwie gehen. Das Gerät darf halt dann keine 5 Meter weg sein. Ansonsten bin ich da mit der Telefoniefunktion sehr zufrieden, auch was so die Qualität anbetrifft. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, um frei zu sprechen. Ja, also ihr müsst kein Mobilteil mehr in der Hand halten, könnt eventuell parallel noch irgendwas dabei tun. Das geht natürlich dann jetzt wesentlich komfortabler als mit einem Handteil in der Hand. Und ja, das soll es im Wesentlichen auch gewesen sein mit der Demonstration. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Features zeigen. Und wenn euch das Gerät gefällt, dann ja, schlagt zu. Ja, das war es soweit zum heutigen Video zum Gigaset L800HX und der Erstkonfiguration. Ich hoffe, ich konnte entsprechend nachholen, was ich im ersten Video nicht komplett zeigen konnte. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert als neuer YouTuber, dass ihr dann auch entsprechend weiterhin auf dem Laufenden bleibt. Und ja, vergesst einfach auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut.